SEA ist die Abkürzung für Search Engine Advertising und steht für Suchmaschinenwerbung. Das heißt, man kann für Suchbegriffe, die eingegeben werden, an beliebigen Plätzen der Welt mit Werbebotschaften erscheinen. Ich sehe zwei wesentliche Vorteile. Der eine Vorteil ist, man kann sehr zeitnahe Analysen von Märkten feststellen. Das heißt, ist Produkt A besser als Produkt B? Ist der Markt A oder das Land A besser als das Land B? Das heißt, sich sehr zeitnah mit Informationen, die nur 4 Wochen alt sind, feststellen und entscheiden. Der zweite Vorteil ist aus meiner Sicht, dass sich diese Märkte, wenn man sich entschieden hat, sehr rasch aufrollen und erobern lassen mit sehr überschaubaren Investitionen, egal ob man Reseller finden möchte oder direkt an Endkonsumenten verkauft. Mein Ratschlag ist, dass man am Anfang sehr wenig investiert, das heißt nur ein paar hundert Euro. Man kann so Faustregeln, Daumen mal Pi rechnen, dass jeder Euro, den man investiert, 3 Besucher wert ist. Das heißt, bei 500 Euro kriegt man schon 1500 Besucher. Wenn man die Möglichkeiten von SEA auch entsprechend ausnutzt, das heißt, man misst mit, welche Besucher aufgrund von welchem Suchbegriff, aufgrund von welcher Werbeanzeige dann Anfragen oder Bestellungen gemacht haben, dass sie sehr schnell in iterativen Verbesserungen eine Kampagne, die sehr wirtschaftlich funktioniert, umsetzen. Das heißt, mein Ratschlag ist, mit wenig Geld zu beginnen. Wenig Geld bekommt man schon sehr viele Besucher auf einer Zielseite. Durch das laufende Mitmessen und Verbessern einer Kampagne kann man innerhalb von 6 bis 8 Wochen eine wirtschaftlich positive SEA-Kampagne für beliebige Zielmärkte umsetzen. Aber gilt nur für die ersten 48 bis maximal 72 Stunden. Google reiht jene nach vorne, die den Besuchern, die suchen, am besten gefallen. Am besten gefallen im Sinne von langer Verweildauer auf einer Webseite, auf einer geringen Abbruchquote. Das heißt, man besucht eine neue Webseite nicht innerhalb von 15 Sekunden, sondern braucht entsprechend länger. Und man bekommt sehr viele Kicks auf diese Position im Verhältnis zu Mitbewerbern. Man sieht schon, wie Google erster, zweiter, dritter reiht, ist komplexer und hat bei Weitem nicht mit Geld zu tun. Ich mache Kampagnen für sehr viele Startups, die können mit wenigen 100 Euro einen Umsatz im 5-stelligen Bereich jedes Monat in fremden Märkten erzielen. Und das hat wirklich nichts mit Geldmitteln oder viel Budget zu tun. Mein erster Tipp ist, möglichst viele Begriffe ausschließen, die zwar ähnlich hinführen an Suchenden, aber irreführend sind oder nicht genau hinführen. Das heißt, ich arbeite immer mit der Methode Scharfschützengewehr statt Schrotflinte. Kommt viel besser im Ergebnis. Zweiter wichtiger Tipp ist, mitmessen, was geht. Das heißt, alles mögliche mitmessen von Verweildauer über Google Analytics, Verhalten von Besuchern, damit man von den Besuchern lernt und nicht selbst seine eigene Meinung überstülpt im Marketing. Und dritte Variante ist, dass man versucht, in iterativen Verbesserungen das, was man mitmisst, auch in die Kampagne umsetzt und ähnlich wie Aschenputtel die Schlechten ins Töpfchen nimmt und die Guten ins Kröpfchen nimmt, sprich Stärken stärkt und Sachen, die nicht so gut funktionieren, pausieren oder herabsetzt.